So, da sind wir wieder. Wir wollen den Eibel aufräumen. Denn hier sind eindeutig viel zu viele Orks und Todesritter. Also ich habe keine Ahnung, ob die Scotia Todesritter nennt oder nicht. Aber die sehen ein bisschen so aus mit der schwarzen Rüstung und den Schädeln überall. Und ich gehe jetzt einfach mal wieder die Gebiete durch, die wir noch nicht so freigeräumt haben. Denn ich denke mal, es wird echt so sein, dass überall Orks platziert wurden. Wir müssen an jeder Ecke gegen die kämpfen. Also wir können nicht einfach irgendwo stehen bleiben und warten, bis die kommen. Zack, zack. Also wir machen zwar gerade eine wichtige Sache. Wir retten nämlich die ganze Stadt. Und wahrscheinlich gibt uns danach auch der Schatzmeister seinen Schlüssel. Wenn nicht, kriegt er richtig eins auf den Deckel. Aber was uns viel mehr interessiert, ist, was aus Dawn geworden ist. Denn ohne ihren Schlüssel können wir Richards Sarg nicht öffnen. Richards Sarg wurde übrigens aber auch gestohlen von Scotia. Das heißt, der wird in der einen Burg sein, Cimmeria, wo die ganzen Orks vor sind. Das heißt, eventuell wurde Dawn dahin auch entführt. Das heißt, wir bringen jetzt hier die ganzen Orks um, sprechen dann mit dem Schatzmeister, kriegen hoffentlich seinen Schlüssel und machen uns dann zu dieser Burg auf. Wobei Bakata da ja meinte, dass es wahrscheinlich auch noch einen zweiten Zugang geben muss zu der Burg. Den sollten wir dann suchen. Dann dringen wir in die Burg ein, versuchen da Dawn zu finden und ihren Schlüssel, bringen Scotia um und suchen dabei dann noch den König in seinem Glassarg. Das klingt doch mal nach einem Heldenauftrag, hm? Aber erstmal müssen wir die ganzen Orks hier umbringen. Also. Und die Musik ist auch wieder normal. Jetzt müssen wir nur die kleinen Plänkler hier umbringen. Und dann war's das hoffentlich. Ich sagte, die kleinen Plänkler hier umbringen. Das sind definitiv zu viele Plänkler. Aber was soll's, alles Training. Leider hinterlassen sie keine Ausrüstung. Das wäre echt schick. Dann könnte man nicht wieder 3000 kommen, um den Dolch zu kaufen. So. Ah, hier sind ja noch mehr. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie sich wirklich zurückziehen und nicht, dass wir jetzt noch alle, die in der Stadt sind, töten müssen. Na gut. Und gefühlt kriegt Paulsen trotzdem noch mehr Schaden als die anderen. Aber das wird wohl echt Einbildung sein. So. Haben wir es langsam. Da ist der Stadtrat. Die Musik passt jetzt gar nicht zu der Situation. So. Okay, euch beide auch noch. Ja, doch ein bisschen was an Erfahrungspunkten hat es gebracht. Ich weiß auch nicht mehr wirklich, welche Stufe man brauchte. Also ich achte jetzt primär auf sein Grauner-Level. Denn ich weiß noch, man brauchte recht spät im Spiel einen sehr hohen Grauner-Level, um das Spiel überhaupt schaffen zu können. Was ich recht fies finde. Aber was genau das war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ist auch schon viel zu lange her. Und ganz durchgespielt habe ich es eh nie. Du warst jetzt hoffentlich der letzte Ork. Wir wollen mit dem Schatzmeister sprechen. Das ist kein Schatzmeister. Oh. Hey, a note from Jaren. Dawn, Rival is under attack. Someone has stolen my key. I suspect the thief has sought refuge in Catwalk Caverns. A passage may exist near Bruno's Lodge, Jaren. Huh, okay. Let's find those caverns then. Perhaps Nathaniel will be there to lend assistance.
Also in der Nähe von Brunos Absteige sollen Zugang sein. Oh, ganz viele Todesritter. Vielleicht sind sie auf diesen Höhlen hier überhaupt erst eingedrungen. Das könnte das Ganze natürlich noch schwierig gestalten. Weil wenn sich die Armee von Scotia auch dadurch wieder zurückzieht, dann werden muss ich die ganze Armee prügeln müssen, um in diese Höhlen zu kommen. Aber ja, ist ja nicht so, als wenn wir jetzt schon seit einer gefühlten halben Stunde Ritter und Orks töten. Wobei ich es echt komisch finde, dass sie einfach so ganz schnell despawnen, wenn man sie tötet. Und dass nicht noch eine größere Blutanimation kommt und so, wie das sonst der Fall ist. Aber na gut. Die müssen natürlich auch Platz machen für ihre Kameraden. So, zack, zack, zack. Schon hier drin schlafen und das ist ein gutes Zeichen. So, also Brunos Gasthaus ist jetzt hier rechts. Wir können uns erstmal umgucken in den Gassen und wenn da nichts ist, dann gehen wir direkt in die Kneipe rein. Na, schaut nicht so aus. Oh, okay. Ja, und ich hatte recht, wir müssen uns durch die halbe Armee durchkämpfen. Aber wenigstens wir direkt beim Ausgang. Das heißt, wenn es zu haarig wird, verschwinden wir einfach durch die Kneipe wieder hinaus nach Eibel. Ruhen uns da aus und versuchen das Ganze dann nochmal. Aber einer ist schon mal tot. Zwei sind schon mal tot. Drei sind schon mal tot. Und vier. So. Hä? Ah, da ist ein Schalter. Klick. Nochmal schlafen. Da gucken wir uns da unten um. So. Ja, also das Feeling, dass man gegen eine Armee kommt, gegen eine Armee kämpft, kommt schon rüber. Aber langsam finde ich die Gegnermassen doch ein wenig albern. Zumal sie ja keine wirkliche Herausforderung sind, da man jederzeit einfach weglaufen und schlafen kann. Aber na gut. Stirb, stirb. Aber wir haben einen neuen Dungeon zu erforschen. Und das ist ja auch mal schick. Denn den Turm konnte ich gar nicht mehr sehen. Vor allem die oberste Etage nicht. So, immer schön den Eingang im Rücken behalten. Da ist schon mal ein Schalter. Den gucken wir uns gleich mal an. Aber erstmal schauen wir, was hier noch so ist. Ganz viele Sackgassen, besonders groß scheint das hier nicht zu sein. Was haben wir hier für eine Nische? Okay, da müssen wir schon mal irgendwas reinlegen. Hier ist sonst nichts. Wo war der Schalter? Schalter ist da. Eine Salbe. Hm. Ist die für uns oder ist die für die Nische? Nein, die ist für uns. Victor. Welcome, adventurers. My name is Prendor. You have finally passed my tests. Welcome to the Army of the Dawn Path. I'm certain that you will become my most valuable lieutenants. I am Mike, first envoy of the Dark Path. Join us now and we shall.
Colonel. We shall never join you, Mylek. Richard Rouge Gladstone. We would die before we bow to the likes of you. Throw down your weapons and fight us no longer. You cannot hope to sway our convictions. We will defeat you here and return the rightful king to his throne. Be reasonable, Akshel. Dark Army too powerful to beat. Join and become respected like Victor, Imperial Blacksmith. That means more to me than money and titles. Then you shall die. Ja, Bosskampf. Und komisch. Ich hätte irgendwie erwartet, dass der Schatzmeister auch bei denen dabei ist. Aber er scheint loyal zu sein. Er ist halt einfach nur ein Feigling und ein Arschloch. So, zack, zack. Ah, Nahkampfschaden kommt nicht wirklich viel bei ihm an, wollte ich gerade sagen. Aber dann ist er auch schon tot. Jaren Schlüssel. Jaren ist in der Schatzmeister. Und da hat er auch in seinem Notiz geschrieben, dass ihm der Schlüssel gestohlen wurde. Also hat er nicht gelogen. Das ist schon mal gut. Ein dunkler Panzerhandschuh. In der Waffenhand platziert werden. Okay. Das testen wir mal ganz kurz. LP036A. Was machst du? Oh. Das ist immer schick. Hat das Teil bestimmte Ladung? Das probieren wir auch mal kurz aus. Weil wenn die Ladung begrenzt sind, dann lade ich den Speicherstand einfach mal kurz. 3 hätten wir schon mal. Das nächste naheliegende wäre 5. Na gut, ich lade trotzdem testweise mal. Und du kriegst das wieder in die Hand. Den Handschuh benutzen wir nur bei Gegnern, die zu mächtig sind oder wenn es zu viele werden. So, die Statuette passt doch bestimmt in diese eine Nische rein. Irgendwas ist aufgegangen. Und zwar da. An ornate lock. Ein Schloss, ein Schloss. Können wir beide knacken? There is no way to pick this lock. There is no way to pick this lock. Nee, können wir nicht. Okay. Dann vielleicht in dem Raum den Tisch mal untersuchen. The war room is silent. 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 Nee. Das ist jetzt komisch. Na gut, wir haben jetzt 3 Schlüssel. Wir wissen nicht, wo Dawn ist. Und wir müssen hier durch. Müssen wir hier durch? Also um nach Cimmeria zu kommen. Oder wie auch immer die Burgnummer hieß. Gucken wir uns noch ein bisschen genauer darum. Also wir sind runtergekommen. Hier liegt nichts auf dem Boden. Ja, Licht. Die Karte sagt, es gab nur da einen Schalter und der hat da eine Nische aufgemacht. Und bei unseren Kämpfen ist nichts liegen geblieben. Nee. Den Schalter klicken wir wieder weg. Hier ist der War Room. The War Room is silent. The War Room is silent. The War Room is silent. Da ist auch nichts. Hier liegt nirgendwo irgendwas rum. Die Statue können wir mitnehmen, aber ich denke nicht, dass wir sie wirklich brauchen. The key doesn't fit. Passt nicht. The key doesn't fit. Passt nicht. Der Panzerhandschuh vielleicht. Ist da irgendwie so ein Siegelring dran? The key doesn't fit. The key doesn't fit. Nee, auch nicht. Nö, hier kommen wir nicht weiter.
Ärgerlich, ärgerlich. Na gut, dann halt raus nach Eivel und dann müssen wir uns überlegen, wo es weitergehen könnte. Denn wirklich viele Möglichkeiten sehe ich momentan nicht. So, wir könnten mal ganz kurz in Victors Laden gehen. Wir können noch mal kurz zum Stadtrat rein. Hat uns ausgesperrt. Der will uns wohl nicht reinlassen. Na gut, dann gehen wir jetzt nicht zum Brückenmacher. Wir gucken mal ganz kurz in Sadies Laden. Wer hat sich Dorn ja da versteckt? Wenn nicht, dann gucken wir in Victors Laden, ob er da noch irgendwas hat liegen lassen. Wie zum Beispiel den 3000 Silbermünzendolch. Das wäre ja auch ganz schick. Is there something else I can do for you? We are still seeking ingredients for the elixir. Can I see your recipe again? So long and good luck. Ah, das war gerade komisch, denn eigentlich suchen wir ja nicht mehr nach Rezepten. Nach Ingredients für das Elixier. Aber na gut. Victors Laden ist der nächste. Zwischenstopp. Schade. Das heißt, wir hätten, wenn, dann den Dolch jetzt kaufen müssen, bevor wir da runterpurzeln. Schade. Aber na gut. Oh, wo kommst du denn her? Hast du vielleicht einen Schlüssel dabei? Nee. Also gut, dann gucken wir jetzt mal ganz kurz zu der Burg hier oben. Vielleicht treffen wir unterwegs auf irgendjemanden Wichtigen. Und wenn nicht, schauen wir mal, ob wir uns direkt in die Burg reinbegeben können. Auch wenn das ziemlich schwer werden dürfte mit den 1000 Orks. Obwohl, die Armee ist ja eigentlich in Eivel eingefallen. Das heißt, sie kann nicht mehr da gelagert sein. Das heißt, vielleicht können wir wirklich einfach durchspazieren. Aber gut, das werden wir gleich sehen. Ein kleines Stückchen ist es noch. Zack, zack. Na, du hältst irgendwie mehr aus als deine Kollegen in Eivel. Wesentlich mehr. So. Da hoch. Da war gerade zwar auch noch ein Ork, aber den ignorieren wir erstmal. Wir wollen nämlich einfach nur gucken, ob wir da durch können oder nicht. So. I can't believe this is the only method in which to reach the castle. Last, those vile orcs have severed the bridge. Now we must locate an alternate route to the castle of Sumeria. Okay, die Orks haben also die Brücke gekappt. Was hier auch recht lustig ist, dass da drei Gestalten ankommen. Also wir. Die 1000 Orks vor Furcht die Brücke kappen. Aber na gut. Und wir müssen jetzt einen anderen Weg finden in die Stadt. Oder in die Burg. Das heißt, wir bringen jetzt erstmal die Orks hier um. Machen dann einen kleinen Cut. Und sehen uns dann hier in der näheren Umgebung erstmal zu Ende um. Oh, und Akshay kriegt auf den Deckel. Und wir wollten ja eigentlich die Magier-Level trainieren. Hust, hust. Können wir hier schlafen? Ja, schaut gut aus. So. Schlafen, speichern, Cut. Das klingt dann nach einer guten Reihenfolge. Komm. So, geschlafen. Gespeichert. Und jetzt kommt der Cut. Bis gleich.